Wir wurden alarmiert etwa um die Mittagszeit herum, als es hier zu Streitigkeiten, zu Auseinandersetzungen während der Essensausgabe gekommen war. Als die Kolleginnen und Kollegen hier eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Der private Sicherheitsdienst, der hier eingesetzt hat, konnte die Gemüter beruhigen. Jetzt sind wir hier noch zugange, zusammen mit dem privaten Sicherheitsdienst Menschen zu ermitteln, die an der Schlägerei beteiligt waren. Warum das eskaliert ist, kann ich nicht sagen. An der Schlägerei, an der Auseinandersetzung sollen mehrere hundert beteiligt gewesen sein. Also die Essensausgabe war heute tatsächlich sehr problematisch an, da sich einfach die Schlange bildet, sich welche vorgedrängelt haben und dann aufgrund schlechter Laune, wie auch immer, es dann zu Rangeleien kam, die schnell beruhigt werden konnten, also noch keine massive Auseinandersetzung. Wir haben mit den Beteiligten gesprochen, die Lage deeskaliert, um dann nach einer halben, dreiviertel Stunde das Essen wieder zu eröffnen und stellten aber dann fest, dass dann die Situation eskalierte, woraufhin wir präventiv dann einfach die Sicherheitskräfte der Polizei angerufen haben und gesagt haben, wir spüren, dass hier die Lage sich hochschaukelt. Ob das jetzt ethnische Gründe hat oder nicht, ist gar nicht so deutlich zu sehen. Es geht einfach darum, dass hier natürlich eine Menge junger, alleinreisender Männer sind, die hier jetzt unterwegs sind. Das führte dann dazu, dass die Aggression sich dann entlud in alle Richtungen, sodass wir uns zurückgezogen haben. Ich dann auch den Sicherheitsdienst gebeten habe, sich zurückzuziehen, weil die Lage dann intern einfach dann explodierte. Also es war ein kompletter Spannungsentladung, wie immer man es nennen mag. Mir selber ist bis jetzt nur bekannt von zwei Verletzten, einem Sicherheitsdienstmitarbeiter und einem Bewohner. Der Bewohner selber hatte sich extrem in Rage schon begeben, er hatte sein Hemd zerrissen, ließ sich überhaupt nicht mehr beruhigen, weil er sich irgendwie benachteiligt fühlte. Wir werden natürlich das schon sehr sorgfältig analysieren und auch zusammen mit der Polizei und auch den Sicherheitskräften, aber vor allem auch mit den Sozialarbeitern sehen, wo wirklich diese Spannungsherde herkommen und wie wir dem entgegentreten können. Das Wichtigste heute ist, dass wir die Kinder, die Familien wieder einfangen, dass wir hier wieder geregelte Essensausgabe machen können und natürlich jetzt versuchen, die Lage zu beruhigen. Ja, und alles Weitere werden wir dann sorgfältig abwägen.